Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Streamaufnahme von Knights and Dragons German. Es ist heute wieder mit dabei mein Sohn als Co-Moderator. Hi. Und via Teamspeak ist auch wieder der nette Kollege. Oh Gott, fürchterlich. It's Laser, aber ja, ist auch wieder mit dabei. Hilf Ja, mir. hallo. Hendrik. So, jetzt habe ich's. Oh Gott, das Alter. Ist schon grausam. Ist schon grausam, ja. Tut mir leid, Hendrik. Ich hatte eben It's Laser im Kopf und hatte gar nicht deinen Namen mehr im Kopf. Oh. Ja, ist nicht schlimm. Passiert mir auch schon mal. Fürchterlich, ich werde alt. Ja, im Hintergrund sieht man es schon. Wir. Ach, danke, mein Schatz. Ich kriege gerade Streicheleinheiten. Im Hintergrund sieht man schon, ich bin noch ein bisschen am Epic Boss. Nicht Epic Boss, am World Raid. Mode. Oh. Raid. Einigen wir uns auf Raid. Papa. Ja, und der Teststream läuft noch nicht, das ist auch super. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Ja, auf jeden Fall sind wir da gerade dabei, noch ein paar Punkte zu machen, weil der Plan, der dahinter steckt, ist, was ich gleich auch zeigen werden können werde. Ich habe mir 20 Energie nochmal dazu gekauft und habe beschlossen, dass ich praktisch den nächsten Milestone noch erreichen möchte, weil dadurch kriege ich dann tatsächlich. Noch ein Schlitten. Nee, den Schlitten habe ich schon. Dadurch kriege ich noch mal eine Wasserpaprika. Hat 4 Sterne, also Eispaprika ist das, glaube ich, oder Schnee. Ja, Auf jeden Fall, wo man die Wasserpads bekommt. schon wieder falsch. Ja, ich weiß nicht. Warum bin ich eigentlich im Autostream? Zum Kanal gehen. So, und jetzt möchte ich wieder zurück. Warum bin ich im Auto? Dingens von. Ich will doch zu meinem Kanal. Irgendwie. Wunderlich. Mir wird angezeigt, dass mein Stream nicht online ist. Immer wieder sehr ärgerlich. Jetzt ist er da. Komisch, also ich bin Ja, nee, dann auch, wenn jetzt mein habe ich ihn Internet auch. gerade nicht lädt. Jetzt habe ich ihn auch gerade. Perfekt. Ja, auf jeden Fall. Papa, ich bin immer noch bei meinem ersten Kampf. Immer noch bei deinem ersten Kampf? Ja, sehr gut. Ja, Und mein ich. Sohnemann hat auch fleißig mitgekämpft, ist jetzt auch. Wie viele Schlitten fehlen dir jetzt noch? 4. 4, ne? Ja, war halt auch die Überlegung, ob er jetzt da noch den einen Schlitten macht. Andererseits kriegt er vom Einlog-Event kriegt er einen Schlitten, dann wird er wahrscheinlich die. Noch ein Schlitten? Man kriegt noch ein Schlitten durch Einloggen. Ja, also Einlog-Event, Rüstungs Ah, das meint man. T20, da kriegst du einen Schlitten davon. Ja. Ein, genau, ein Heroic-Mode gibt es noch. Ein Heroic-Mode gibt es noch, wobei wahrscheinlich, also ich hoffe mal nicht, aber hoffentlich gibt es da vielleicht noch einen, ja. Und Beim dann würde letzten gab er. es keinen, deswegen denke ich mal, das ist da im. Ja, oder es gibt wieder Mistelzweige. Mal gucken halt, wie es gemacht wird. Ansonsten muss er im Blitzwar gucken, dass er da vielleicht noch was macht. Genau, Blitzwar und dann halt im. Ich meine, es kommt Blitz jetzt noch Red. ein normaler War, kommt ja auch noch. Ja, genau, ja. Und dann kommt noch der Blitzraid. Also, eigentlich gehe ich davon aus, dass er die 4 noch schaffen kann. Gems-mäßig ist es halt leider mit dem Charakter nicht mehr so gut aufgebaut. Da sind wir bei 200 irgendwas. Ja. Ja. Und er kann ja auf dem alten Handy leider keine Videos gucken. Das bleibt immer noch schwarz, wenn man das macht. Naja, muss man durch. Andererseits, dafür war ich schön mit auf dem Raid. Hatte da Spaß. Ich eigentlich nicht machen sollte, aber Nee, werden wir jetzt auch erstmal nicht mehr machen, aber. nächstes 2 Jahre Games sparen. Naja, 2 Jahre ist ein bisschen übertrieben. Dann habe ich glaube ich über 2000 und dann kann ich da locker mitmachen. Naja, wenn du irgendwann mal gut genug Rüstungen hast, wird es dann tatsächlich auch so ausgehen, dass du eigentlich mit wenig Gems dann auch solche Sachen machen kannst. So, ja, problematisch ist, ich muss noch ungefähr 6 Kämpfe machen, denke ich, wenn nicht sogar 8. Oh, nee, vielleicht sogar sowas um die 10. Ich mache ja 1,1 bis 1,3, also so im Schnitt 1,2 Millionen. Gerade hast du 1160. Ja, ich mache auch manchmal 1,3. Und ja, da müssen wir jetzt halt ein bisschen gucken. Ich hoffe, die Energie reicht. Es wäre halt blöd, das jetzt dann zum Schluss dann noch nicht zu schaffen. Wann endet der denn? In der 20. in 54 Minuten, würde ich sagen.
Also muss es jetzt leider gekämpft werden. Was ich gerade auch eben noch vor der Folge mit Hendrik gefachsimpelt hatte, war, dass es ja dieses Mal die Was denn? Epic-Schmucksette dann halt auch im Blitzrate? Blitzrate gibt, genau. Da möchte ich mit, aber ich habe so wenig Den Blitzrate machen Energie. wir zu Hause. Da können wir viel besser die Bosse bekommen, die wir wollen. Ja. Wenn du irgendwo auf dem organisierten Blitzrate gehst, dann musst du wieder Minimum machen, dann hast du wieder nicht genug Gems. Ich ärgere mich eigentlich immer noch, dass, also was heißt ärgern? Ich meine, es ist toll für die Rüstung, die wird ja hier jetzt auch gerade mitbenutzt. Die ich bekommen habe jetzt am Monatsanfang, wo ich mit auf dem Raid war. Nee, doch, Raid war es, genau. Aber im Nachhinein gesehen, habe ich eigentlich viel zu viel Geld dafür ausgegeben, also viel zu viele Gems dafür Du hast ausgegeben. Minus eigentlich gemacht. Das sowieso, aber das Problem ist einfach, ich habe jetzt eigentlich, ich müsste jetzt nur noch ein oder zwei Schlitten brauchen und die sollte ich eigentlich noch locker in den restlichen Sachen zusammenkriegen. Ich kriege über die T20-Rüstung sowieso noch einen Schlitten. Ich gehe davon aus, dass ich mindestens noch einen Schlitten bekomme, wenn ich mir den Schmuck hole in dem Raid, ja. Ja, locker. Und eigentlich alles, was ich daran an Überschlitten habe, ist eigentlich rausgeworfenes Geld, ja. Natürlich kann man es umwandeln in die anderen Teile, aber. Ja, man muss das halt auch so sehen, durch den T7 Raid hast du halt gerade mal einen Teil mehr bekommen, ne? Wie ich jetzt zum Beispiel. Ich habe zwar auch 90 Gems ausgegeben, 200 Millionen, aber, also im letzten Raid jetzt, aber. Ja, das ist ein bisschen schade gelaufen, ja. Da habe ich aber auch nicht richtig geschaltet, ja. Vor allen Dingen, dass halt die Mints so hoch waren. Das war. Ich hab's dir Ich gesagt. hätte ich mir jetzt aber auch nicht gedacht, also. Und trotzdem, ich meine, es war eine Erfahrung, kann man mal machen. Ich krebs jetzt halt nur noch bei knapp 1000 Gems rum, wobei ich jetzt wieder bei 950 bin, wo ich hier noch die Energie ein Also bisschen ich bin jetzt zurückbekomme. um die 1900. War aber zeitlich auch mal bei 2800, also das ist auch schon. Ja, wobei du dir halt auch das Schmuckset halt wirklich teuer kaufen musstest beim letzten Mal. Also. Ja. Deswegen, also das ist, wäre das, würde das jetzt diesen Monat noch anstehen, dass man das auf einem War machen müsste, da müsste ich jetzt wahrscheinlich dann Gems zukaufen, ja. Aber gut. Ja, und besonders das Ärgerliche ist ja, das würde dann ja über, ich kann mir schon vorstellen, wieso wir das gemacht haben, das wäre ja sonst auch ein Heiligabend, ne? Das kann sein, ja. Ja, der beginnt nämlich morgen, morgen ist der 23. und dann geht der bis übermorgen um 23 Uhr. Ich denke eher, weil es halt auch gepasst hat, weil in Anführungsstrichen das ja ein langer Monat ist. Also habe ich so das Gefühl, wo mehr Events drinne stecken. Ja Einfach gut, durch das den auch, aber Wechsel. ich denke, es hätten sich auch Leute beschwert, wenn das ein Heiligabend wäre, ne? Wäre auch blöd gewesen. Wenn Ja. es deshalb. Ja, fällt halt vielleicht auf, wenn man irgendwie alle halbe Stunde, 20 Minuten mal auf Toilette muss und immer das Handy mitnimmt, aber muss ja keiner merken. Also ich Aber. sage jetzt natürlich nicht zu den Zuschauern, die sollen bitte ihre Familien alleine am Tisch oder auf der Couch sitzen lassen und sollen sich zurückziehen. Ja, du auch nicht. Wieso? Was ist? Ich erinnere mich an letztes Weihnachten. Was denn? Nur weil ich da manchmal ein bisschen was gemacht habe? Ah nein, das war so vor. Letztes Weihnachten hast du ja sogar noch nicht mal mehr gespielt. Letztes Weihnachten, doch, müsste ich eigentlich schon gespielt haben, weil ich bin jetzt schon bei meiner zweiten. Nee, stimmt, das sind ja nur fünf. Nee, letztes Weihnachten habe ich gar nicht gespielt, hast du recht. Letztes Weihnachten hatte ich das Problem, dass ich kurz an Ark musste, aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist nicht. Wobei, nee, da habe ich auch keinen Ark gespielt, ich weiß Doch. nicht. Nein, Ark habe ich da nicht gespielt, ich habe da Atlas gespielt. Ja, weil du da Ark nicht mehr so gemacht hattest. Ja, weil mich Ark da ein bisschen geärgert hatte. Naja, gut. Also man sieht, die Rüstungen, finde ich, sind eigentlich nicht schlecht. Ich zeige nachher mal die Werte. Was halt jetzt wirklich noch einen riesen Boost geben würde, wo ich bestimmt dann so auf 1,5 bis 1,6 kommen würde, wäre halt, wenn ich das passende Wasser- oder Luftpad dazu hätte, ja. Wieso hast du 5 Energie? Wie 5 Energie? Ich hab doch gerade eben erzählt, ich habe Gems ausgegeben, um mehr Energie zu holen. Deswegen kann ich jetzt auch schon noch ein fünftes Mal kämpfen. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich mir auch überlegt habe, weil ich wollte ja unbedingt das Feuerpad hoch auf Stufe 6 machen. Nee, 5. Stufe 5 5. machen. Werde ich jetzt auch vielleicht dann machen. Mal gucken.
Andererseits habe ich mir überlegt, ich muss auch gucken, dass ich mir Blau hoch mache, weil Blau wäre jetzt perfekt gewesen. Und dann hätte ich ein Mystic, hätte ein Luft und hätte ein Feuer, sodass die meisten Rüstungen mit ihrem zweiten Element ja doch irgendwie da noch mit rein Ja, fallen würden und dann das ist hätte auch ich da ärgerlich. drin. Ich habe ja auch letztens noch, ich habe ja diese zwei Eispaprikas schon bekommen, habe die geöffnet, habe da dann natürlich nichts rausbekommen. Ja, das ist ärgerlich. Ja, vor allen Dingen ist ja nochmal die Sache, ich habe ja auch schon mal ein Epic-Pet bekommen beim Jagdgebiet, wo dann halt kein Schildzerbrechen drauf war, was halt Das auch hatte ich auch schon einmal, ein ja, Stück weil ich weit habe halt, du hast ärgerlich. halt jetzt zweimal blau. Ich habe gar nichts, gar kein Luftpad. Ja, Schildzerbrechen ärgerlich. Ich habe gar kein Pet mit Schildverbrechen. Ja, doch, das Kleine, das. Ja, aber kein Epic. Nee, kein Epic. Und trotzdem, das hilft dir trotzdem einiges weiter, ja. Ich habe das am Anfang gar nicht kapiert gehabt, dass die so wichtig sind, ja. Sonst hätte ich da auch am Anfang mehr Gas geben können. Du profitierst jetzt eigentlich von den ganzen Sachen, die uns Hendrik hier weitergibt, was ich vielleicht schon ausprobiert habe. Und da profitierst du im Augenblick ganz schön doll davon, Kerl. Und trotzdem. Nicht so schlecht. Nö, eigentlich nicht. Dafür, dass du eigentlich zu wenig. Also, du sollst nicht mehr spielen, du sollst öfters für kürzer dran. Dass du deine Energie ausgibst und dann weitermachst, was auch immer du gerade getan hast. Aber das ist halt manchmal Lesen. schwierig. Zum Beispiel lesen, ja. Schule. Dragon Ball. Schule lernen. Nein, Dragon Ball lesen. Schule lernen wäre aber auch gut. Nie leben. So, das auch an euch zu Hause. Das Spiel braucht zwar viel Zeit, aber man kann das ja auch so ein bisschen sich managen. Man muss nicht jedes Mal, wenn man ins Handy geht, da eine halbe Stunde dran sitzen. Es reicht eigentlich, wenn man 2, 3 Minuten macht und dann erstmal seine Sachen regelt und dann wieder was anderes macht. Aber du hättest fast 1,3 geschafft. Ja, leider ist er vorher kaputt gegangen. Ich glaube, ich habe sogar einmal 1,4 und ein bisschen geschafft, aber. Glaube sogar, du hast einmal 1,5 Also, geschafft. wir haben noch sechs. Gerade mal nur kurz gucken, wie viel brauchen wir noch? 7,3. Hm? Das könnte knapp werden. 6 7,3? haben wir noch. Und wir machen hier wieder Bei weiter. Papa 7,3 schaffst du. Meinst du? Ich Ja. glaube auch. Mit 6 sollte eigentlich bei nur 2 Und guck mal, sind wir Papa, schon bei 12, ja. weil du machst ja immer wieder ein bisschen auf den Tausender. Und 3, du schaffst ja meistens 1 und 2. Ja, ich glaube es noch nicht. Warte mal ab. Jetzt kommen wahrscheinlich ganz schlechte Runden, wo ich gerade mal nur 900.000 schaffe. Ja. Hast du noch nie. Was zum Beispiel auch auffällig ist, ist, dass die beiden vorderen leider kein Stun-Bonus durch die, also sind nicht mit Silbermünzen hochgelevelt. Und dadurch stunnen die weniger und dann kommt halt natürlich auch weniger Schaden durch. 16. 16, oh. Mein Sohn hat schon 16 Fusionsboost Armor für die nächste Runde. Aber die habe ich noch nicht hochgelevelt. Die du gerade da benutzt. Achso, die von diesem Mal hast du noch gar Ja. nicht hochgemacht. Oh, dann solltest du dich ein bisschen ranhalten, wobei 16 reicht ja auch. Die 3 kriegst du jetzt noch hin. Ich muss ja gar nicht das Set-Schmuck unbedingt haben. Naja, wäre schon ganz, ganz lobenswert, wenn man sich das noch holt. Wobei die 100 kriegst du zur Not auch hin, weil du kannst das Set-Schmuck ja dann auch nächsten Monat dir noch holen. Also. Es läuft ja nicht weg. Und ich habe mal wieder 20 bekommen. 20 bist du erst. Ich habe heute 100 bekommen. Ja, wobei habt ihr 20 und 100? Es geht gerade um den Epic Boss, aber da kommen wir ja dann auch gleich zum Gucken. Janni ist halt leider, wenn er dran Boah, ist, ist er. Epic Boss, ich hab's gestern, also ich bin noch nicht so weit, weil ich halt gestern auch Geburtstag hatte und dann hatte ich auch was anderes zu tun. Oh! Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Von mir auch herzlichen Glückwunsch. Komm, Kind, hau raus. Happy Happy Birthday Birthday to to you. you. Happy Happy Birthday Birthday to to you. you. Happy Happy Birthday, Birthday, lieber lieber Hendrik. Hendrik. Happy Happy Birthday Birthday to to you. you. So. Ah, danke. Wäre aber auch nicht nötig gewesen. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt ganz viele Leute abgeschaltet auf YouTube. Ich sollte vielleicht. Nein, ich hatte ja mal gesagt, ich singe nicht mehr, aber zum Geburtstag von Hendrik müssen wir leider alle singen. Bitte auch mal unter das Video schreiben, wenn ihr ihm auch alles Gute wünscht. Immerhin kommen viele von den besten Ideen und Tipps und vor allen Dingen Infos kommen ja von ihm. Was wolltest du sagen, Jan? Weil ihr uns immer so kräftig unterstützt. Genau. Ja,
Natürlich singen wir dir. Hätte ich das gewusst, hätten wir das gleich am Anfang gemacht. Ja, nee, passt schon, ja. Das Ding ist, unser Cent hat mich heute auch schon angeschrieben, oh, alles Gute nachträglich. Jetzt habe ich ja voll verpeilt, dass du gestern Geburtstag hattest. Sonst meinte er, sonst hätte er dafür gesorgt, dass ich noch mehr private Nachrichten kriege. Ich hab privat sowieso schon genug Nachrichten bekommen. Ich hatte sowieso gestern mein Handy dauerhaft auf stumm. Ja. Nee, aber cool. Na dann, ich glaube, ich hatte schon mal gefragt, aber gib mir noch mal einen Tipp, wenn du es offiziell sagen willst. Wenn nicht, frage ich nachher noch mal, wenn der Stream raus ist. Wie alt bist du geworden? Darf ich fragen oder ist eher nicht gut? Ja, sonst frag aber nachher. Ich denke, das braucht auch nicht Ich jeder frage. wissen. Verdammt, ich wollte gerade sagen, alle jungen Frauen in diesem Alter, ich hätte da eine Handynummer für euch. Nein, okay. Vorher mit Bild und Bewerbung. Wir sortieren dann schon mal aus, Jan und ich. Papa, du bist peinlich. Ja, komisch, das sagt seine große Nicht. Schwester auch immer. Papa, du bist so Papa, peinlich. ich sag dir nicht. Echt? Doch, natürlich bin ich peinlich. Nein. Das ist Aufgabe von Papas, peinlich zu Nein. sein. Aua. Naja, wie auch immer. Nein, ja, aber cool. Stimmt, du hattest auch mal erwähnt, dass du um, also kurz, also kurz vor Weihnachten, ich habe einen Knoten in der Zunge heute, Geburtstag hast. Das hattest du mir auch schon mal erwähnt, aber ich habe es natürlich vergessen. Hendrik, also hast du an einem Tag manchmal Geschenke und dann nee, und 3 Tage danach gleich wieder Geschenke. Ja, kann man so sagen, ja. Ja, ist doch cool. Jeder, der einen Tag vor Weihnachten Geburtstag hat, hat Glück. Ja, weiß ich nicht, ob das Glück ist. Das ist immer eine relative Sache, Kind. Wenn du noch kleiner bist und dich wunderst, warum die anderen mitten im Jahr auf einmal ihre Geschenke bekommen und du hast das Pech und bekommst praktisch am Jahresende halt vielleicht für zwei Sachen, vielleicht auch was Größeres, aber trotzdem halt nicht dann, wenn die anderen alle bekommen, ist auch irgendwo nicht so schön, oder? Fandest du es eher positiv, so kurz vor Weihnachten Geburtstag zu haben oder eher negativ, Hendrik? Naja, also das Ding ist so, das Gute ist, die meisten Leute sind dann immer so ein bisschen, ne, haben den Tag schon frei, sind so ein bisschen entspannter vor Weihnachten. Das allerdings. Ja. Und meistens in den Ferien auch dann, ne? Naja, genau, das ist auch immer entspannt. Ach ja. Ich habe ja leider nicht in den Ferien. Im Normalfall nicht. Ich habe am Mittwoch und. Ah oh nein, am besten sage ich das jetzt mal nicht. Das wäre Du hast an einem privates. Mittwoch Geburtstag gehabt. Er hatte an einem Mittwoch Geburtstag. Nein. Dun, 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 dun. Nein, Ach, was reicht. mit meinem Freund? Ach Achso, so. das wollte ich jetzt nicht sagen. Genau, und jetzt muss man raten, an welchem Mittwoch in diesem. In diesem Jahr, genau. Gibt ja nur ein paar. Wie viele Wochen haben wir? 53 im. Wie viele Wochen hatten wir im Jahr? Wie peinlich. Sind es 53? Kann das sein? Natürlich jetzt die Frage. Oh, jetzt kommt es wieder raus, wie gut man in der Schule aufgepasst hat. Aber bei mir ist schon lange her. Ich habe eine Ausrede. Ich glaube, es sind wirklich 53. Oder 58. Warte mal, 364 geteilt durch 7. 365, oder? Nein, 64. Ich hätte Und 265. Schaltjahr 65. Ja, redet ja von einem Schaltjahr. Nein, aber es waren nicht 365. Oh Gott, ich werde echt alt. Ja, also meine schulischen Leistungen waren nicht so schlecht, wie sich das jetzt hier vielleicht gerade rauskristallisiert. Doch, 52 Wochen müssten, glaube ich, stimmen. Okay. Ich wusste es. Oh Mann. Wir könnten jetzt den Taschenrechner drüberlegen. Aber ja, ich denke, es gibt auch Wichtigeres im Leben. Also Eismatte? Nicht. Mathe, das ist ja nicht Mathe, das ist ja Doch, das ist Mathe. Alles, was mit Zahlen ist, ist Mathe. Zahlen und so ist schon Mathe, aber ist das nicht. Was wären das für ein Fach? Sozialkunde? Keine Ahnung, also ich finde, das ist auch so ein bisschen Allgemeinwissen irgendwie. Ja, natürlich. Wieso Sozial unter Sozialkunde? Das ergibt keinen Sinn. Doch, Sozialkunde insofern, weil das ja unser soziales Gefüge ist, wo drin wir leben. Wenn du mal überlegst, das soziale Gefüge der Mayas,
Jetzt, weißt du, da weiß man schon wieder fast mehr als über den eigenen Kalender. War ja dann wieder ein anderes. Die haben ja ganz andere Zeitrechnungen gehabt und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt sogar von manchen Fantasy-Rollenspielen könnte ich jetzt die Zeitrechnung raushauen, aber auf der Erde kriege ich es nicht hin. Typisch Jetzt wird Nerd. hier, Problem, ich bin mein Letzten. jetzt machen wir hier Oh Gott. Geschichtsunterricht. Oh mein Gott, nein. Ja, tatsächlich fand ich das mal ganz cool, habe ich bei einem YouTuber gesehen. Der hat dann auch so ein, also er war wohl irgendwie Schwarze Auge und andere Pen-Paper-Rollenspiele war er wohl irgendwie ganz groß mit dabei und so. Und da fing er an so. Und das ist jetzt mal ein kleiner Exkurs in Deutschlandkunde und wie Deutschland so organisiert ist, weil es gibt viele junge Menschen, die können herunterbeten, wo in Aventurien welche Gebiete sind und wer sie beherrscht und warum und wie das alles aufgebaut ist. Nur über ihr eigenes Vaterland haben sie gar keine Ahnung. Fand ich richtig cool. Der hat dann, ja, 20 Minuten, 25 Minuten hat er so ein bisschen was halt erzählt, von wegen wie viele Einwohner. Ich meine, ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf. Aber fand ich Richtig halt. krass einfach. Ja, fand ich einfach ziemlich cool, ja. Dass er sich die Mühe gemacht hat, da ein Video zusammenzustellen, die Fakten zu recherchieren und da den Leuten nochmal so auch was anderes mit auf den Weg gegeben hat. Na gut, das ist heutzutage teilweise echt traurig, wenn man das so merkt, dass niemand mehr irgendwas weiß oder so. Ja. Tut mir leid. Naja, andererseits, ich meine, es kann nicht jeder sich für Sozialwissenschaften interessieren, für Kalender oder für was weiß ich, Mathematik wäre schlimm, ja, oder für Medizin, ja. Da wäre ich jetzt zum Beispiel wieder ein bisschen fitter, wobei da auch immer so eine Sache ist, ja. Gibt es ja auch Forschung und anderen Schlanz und so weiter, also das ist schon. Aber Computerspiele, ich glaube fast alle, die jetzt dann die Aufnahme auf YouTube sehen werden, sind zumindest auf einem Nenner, wenn es heißt, ja, Computerspiele, das mögen wir alle. Ja, Papa, nein, ich mag kein Computerspiel. Ich habe noch nie welche ausprobiert, deswegen mag ich sie Das nicht. stimmt jetzt so nicht. Ja, einmal ganz kurz habe ich bei Subnautica für dich gespielt. Du hast Subnautica schon gespielt, du hast praktisch schon gespielt bei Monopoly. Gamecraft, du hast Monopoly schon gespielt. Und unter Computerspiele zählt auch Konsolenspiele. Aber das sind von zwei verschiedenen Sachen Das entwickelt. gilt aber als Computerspielen. Meine Switch ist von glaube ich Nintendo zumindest. erarbeitet. Ja und? Ich habe auch manche Programme auf dem PC, die du auf deiner Switch hast. Welche denn? Zum Beispiel Mario Kart. Also nee, habe ich natürlich nicht, aber theoretisch gibt es Emulatoren, die Mario Kart von NES oder sonstigen Sachen ermöglichen, auf einem Computer zu spielen. Kann man auch Pokémon drauf machen? Hat Herr hat hat dann so eine Switch oder was? Ja, Ja. total stolz auf ihn, weil es gab, ist das jetzt ein Jahr her, Jan? Ja, ungefähr so an Noras Geburtstag sollte Genau, die kommen. also ein bisschen mehr als ein Jahr. Gab es eine Special Edition mit Let's go. Pokémon Let's Go Evoli und Pokémon Let's Go Pikachu. Pikachu. Und er hatte sich das Geld selber zusammengespart, hatte dann 2 Monate bevor das rauskam, hatte er Geburtstag und war dann fertig mit Sparen. Und dann dachte ich schon, naja, der wird bestimmt nicht warten, der wird sich jetzt gleich eine kaufen, der kann es ja kaum erwarten. Hat er gesagt, nein, ich möchte diese spezielle, wo das Spiel dabei ist, also die hat dann halt auch, die Hülle ist dann halt so in Pokémon-Style und so, ja. I love you, Ich muss Pokémon. sagen, ich habe mir tatsächlich gestern zu meinem Geburtstag mir eine gegönnt. Hey, cool. Was soll Was der hast du für ein Geiz? Spiel damit geholt? Ich habe mir erstmal Mario Kart dazu geholt und guck dann Habe mal, ich mir jetzt was ich mir auch sonst noch geholt. hole. Spricht. Also, ich meine, Ballerspiele machen auch Spaß, aber ich hätte jetzt gedacht, okay, hoffentlich hat er sich jetzt nicht irgendein Ballerspiel dazu geholt. Nein, wir wollen ja erstmal alle hier friedlich. Das sowieso. Nein, aber das Coole war halt, Bekannter von uns arbeitet bei Nintendo. Und dann gab's, und über den haben wir das dann halt auch bezogen, weil er natürlich dann auch Vergünstigungen bekommen hat. Mitarbeitrabatt nennt man das. Und ja, im Endeffekt kamen die dann an dem Tag nicht an, wo die ausgeliefert wurde. Es war irgendwie deutschlandweit, gab es da Lieferprobleme. War schon ein bisschen traurig. Und trotzdem bin ich sehr, sehr stolz. Mein Sohn hat sich halt auch tatsächlich das Gerät
Hat sich mehrere Male Geld gewünscht zu seinem Geburtstag und zu Weihnachten Weihnachten und alles. und hat da auch Warte dann mal. schön gespart, sein Taschengeld und hat sich die dann selber gekauft. Fand ich eigentlich ganz Da gut. war noch gar kein Weihnachten, Papa. Doch, da war vorher auch schon Weihnachten, du hast das Geld halt nie ausgegeben. Oh Du ja. hattest das Geld ja praktisch als Taschengeld in der Tasche und hast es einfach nicht ausgegeben. Und das finde ich halt cool, wenn jemand sparen kann und sich dann von seinem Ersparten selber was kauft. Das hat einfach was. Das finde ich, aber das machen beide Kinder bei uns. Finde ich ganz gut. Nora weniger Ja, ich als sag mal so, ich. besser, wie wenn man das ganze Geld direkt raushaut. Oh ja. Faszinierend fand ich immer Leute, die irgendwie am 2., 3. des Monats schon gesagt haben, ich habe kein Geld mehr, ich kann jetzt nicht mit ins Kino oder ich kann das nicht oder jenes nicht. Aber man muss es sich einteilen können. Natürlich, ja, aber wenn du natürlich im Vormonat schon in Anführungsstrichen Schulden machst und die dann gleich mit dem neuen Geld wieder abzahlen musst und dann wieder in dem Monat nichts hast, das ist doch auch kein. Naja, aber das ist auch eine Kunst, mit Geld umzugehen. Also ich hoffe, dass ich jetzt genug mache, sonst müssen wir dann schauen. Also du machst genug, Papa, hundertprozentig. Ich bin mir da nicht Also, so ich sicher. mache derzeit um die 2 Millionen. Ich war auch relativ. Bist du schon wieder Ja. Sentinel? Nee, ich bin Gildenmeister. Für Ah, dieses okay. Wochenende. Okay, ja gut, als Gildenmeister. Was Aber für ich habe beim Preise. letzten Raid habe ich 2,3 Millionen gemacht, obwohl ich da nur Guild Champion war. Also Guild Champion und Guild Sentinel haben zwar denselben Bonus. Aber da habe ich halt auch noch mal bessere Rüstungen für gehabt und es ist ja auch so, dass die irgendwie jetzt Raid-Bosse sind nicht wirklich besser geworden und die haben den Angriff oder so irgendwie die haben irgendwie höheren Angriff gemacht, dafür die Verteidigung irgendwie niedriger gemacht und so hat man irgendwie also jetzt bei dem Raid-Boss und so ist das Schildzerbrechen nicht mehr so effektiv. Die haben auch mal irgendwo was geschickt, was sie fürs neue Jahr planen wollten. Da wollten die auch irgendwas an den Pets verändern, weil es ist halt das Problem, ohne Schildzerbrechen kommst du halt nicht weit, ne? Cool. Vielleicht macht dann die Wahrscheinlichkeit höher, was es Schildverbrechen-Pets gibt. Entweder das oder dass es gar keine mehr gibt, dass sie die dann nerven, was ich auch total fies finde oder finde ich jetzt schon fies, wenn ich das höre. So, wir haben es geschafft. Für mich wäre es nicht fies. Was man halt auch merkt, so jetzt zum Beispiel Luft haben und Luft haben wir und Wasser haben auch nicht ganz so viel Leben, besonders Luft noch weniger wie Wasser und es kommt ja auf Leben und so auch mit an, wegen dem Schildzerbrechen Bonus und deshalb hat man jetzt auch nicht mehr so einen hohen Bonus. Man beachte, gut, ich bin allerdings auch Oberkommandant, Platz 3. Ja, stolz auf mich. Und wir haben hier jetzt praktisch die Papa, Paprika. aber du wärst nie so hoch, wenn du kein Oberkommandant wärst. Tatsächlich nicht, da hätte ich jetzt wahrscheinlich nur 1-1, 1-2 als Maximum wahrscheinlich gemacht, wenn überhaupt. Das sind Aber ich schon. habe halt jetzt nicht ganz so viel, ich habe halt wie gesagt die gestern nicht so viel Zeit und dann hatte ich auch keine Lust. Ich habe mal morgens mal drauf geguckt und so mal eben mal ein paar Energie gehittet, aber muss auch nicht Ja sein. gut, wenn du Geburtstag feierst. Andererseits bist du ja trotzdem, du bist, glaube ich, die Nummer 2 in der Ja. Gilde. Also hast du ja trotzdem genug gemacht. Ja, der Platz 1, der meinte auch so, der war erst auch nur irgendwie 40 Millionen vor mir, aber der hat noch, der wollte noch die Full Milestones machen, hat schon ein paar Gems ausgegeben. Gut. Mit den richtigen Rüstungen kann man das machen. Also, wir sind hier bei 100, habe ich gerade heute nur noch bekommen. Jetzt versuche ich halt noch die 150 voll zu machen. Ich denke, das sollte klappen. Oh, gerade das Maximum. Ja. Noch geht's mit nur einer Rüstung. Mal gucken, wie lange noch. Wie weit bist du denn jetzt? Also ich glaube, ich bin total abgeschlagen. Müsst jetzt gleich im Stream kommen. Wieso Feuer Schon müsste? vorbeigelaufen, egal, da Schon muss ich vorbei. warten, bis du es durch Ich hast. zeig's gleich nochmal, ja. Boah, ich sehe schon, wie lange du brauchst an einem Epic Boss. Du bist bestimmt was bei 85 oder so, ne? Ja. Oh, ich bin gerade mal bei 60. Aber das ist echt schon schlecht, also das muss ich echt sagen. So schlecht war ich Na lange gut, nicht wenn du mehr. keine Zeit hast oder es einfach nicht geschafft hast, dran zu gehen, dann ist es halt so. Mich hat es nur geärgert, beim letzten Mal habe ich gerade so noch die 75, also die zweite 75 geschafft. Frage mich jetzt nicht, welches Die habe ich Level das auch ist. geschafft, aber ich musste leider
30 Gems oder so ausgeben. Aber Genau. hab ich, ja. Aber das ärgert mich dann halt. Also, nee, 85 bin ich nicht. Ich bin bei 71. Ja, ist auch schon 10 Stück weiter wie ich. Ach, Ja, egal, vor allen es. Dingen, ich denke, das hier kriege ich dann bis morgen Abend, die 14 Siege. Das sollte vielleicht noch gehen und dann habe ich 2 Tage Zeit, die letzten noch zu machen. Ich Das würde halt Angenehme gern ist ja letzte jetzt auch, Map schaffen, aber. dass ich ja Hast du jetzt das auch schon? frei habe und hab, ja. Ja. Aber die 120 hast du schon mal geschafft. Die 120? Ja, aber nicht in jüngster Zeit. Die 120 habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht geschafft. Doch, hast du. Nein, wüsste ich aber was von. Vor allen Dingen, weil die Buntpaprika hier mit 4 Sternen, da wäre halt. Aber Oh. du hast die schon mal geschafft, aber egal. Na gut, wenn du das sagst, dann habe ich das schon mal geschafft. Wir waren doch eigentlich auf 10 eben. Ja. Jetzt sind wir wieder bei 6. Programmfehler wegen 6 oder keine Ahnung. Ja, in 30 Sekunden sind wir, glaube ich, wieder, aber finde ich faszinierend. Programmfehler ist hier der Boss. Und wo Bitte denn nicht mein singen, bitte nicht, Schloss? bitte nicht. Geburtstagswünsche singen ist, denke ich, in Ordnung, aber jetzt hier kein komisches YouTube-Gesinge. Das ist doch nur Santa. Das ist der Boss. Ja, und das möchte ich nicht. Entweder singen wir richtige Lieder, gute Lieder, oder wir lassen es, aber Du dieses. kennst ja heutzutage keine guten Lieder mehr. Doch. Schwarzbraun ist die Haselnuss von Heino. Was ist das? Ach, das kennt heute kein Mensch. Es war ein deutscher Sänger, ein Schlagersänger. Ja, mal gucken, wie lange ich noch mit einem durchkomme. Ja, hier sieht man wenigstens schön, die Rüstung ist auf jeden Fall Mit den Ringen und mit Amulett. 25% auf Betäuben aus. Und das bringt halt auch nochmal viel, dieses Betäuben, wenn das wirklich dann jeden vierten Schlag aktiviert wird. Wobei ich das Gefühl habe, das Aber im wird nicht. Feuermonat würde ich dir nicht empfehlen, die Elite-Rüstung zu holen. Ich glaube, da holt sich die auch niemand, weil die hat halt viel Angriff. So ein paar Leute schätzen, wird so um die 28.000 Angriff haben, wenn man High Commander ist oder so. Aber wird da und irgendwie was mit 20.000 Verteidigung, man wird dann irgendwie 1.000 Leben haben oder 900 knapp oder so. Das ist wirklich sinnvoll, sich die zu holen. Ich hole sie Naja, mir ich trotzdem. wollte gerade sagen, wenn ich die einigermaßen easy bekomme. Ja, ich sag mal so, man kann, ich sag mal so, wir machen ja sowieso einen T20 Run am 24. von Aktive Deutsche. Deswegen werde ich dann natürlich auch ein paar Punkte machen und beim Aktive Deutsche Run, weil ich das auch mitorganisiere, werde ich bestimmt auch das Doppelte an den Punkten machen. Kommt dann irgendwie sowieso besser rüber und ich meine, wenn wir schon hosten selber, wieso dann nicht? Ich sehe noch den Streifen, Papa. Ja, das war jetzt knapp. Ja, nee, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich meine, man hätte jetzt hier, oder ich hätte jetzt hier nicht unbedingt auf den Raid gehen müssen. Ja, Und bloß der T10 Warm war schon nötig, glaube ich, ne? T10, wow, weiß ich nicht. Da hast du ja, weil, ja gut, Darf ich drei. da eine mehr bekommen? Wenn du jetzt mal guckst, ich habe jetzt Rüstungsschmiede. Wollte ich sowieso. Schmieden. Schmieden, Entschuldigung. Ja, die lächelt schon so, was auch immer die von uns will. So. Also, mir fehlt jetzt noch ein Schlitten. Den kriegt durch Unlock-Event. Den kriege ich durchs Einlog-Event, den kriege ich beim nächsten War, kriege ich bestimmt noch einen Schlitten. Dann kriege ich noch einen Schlitten, wenn ich mir den Setschmuck hole. Also, Ja gut, eigentlich könnte ich die. vielleicht hättest du es auch sparen können, aber ich gehe immer auf Nummer sicher und nehme dann immer einen T10 mit. Natürlich, natürlich. Aber ich sag ja nur, also. Ja gut, wobei ich sagen muss, der Raid wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen, Der weil Raid 200 Millionen schafft man halt. war ein Sinnlos. Griff ins Klo. Aber gut, dafür habe ich jetzt halt die gute Rüstung daraus. Ich darf mich nicht ärgern. Wenn man überlegt, ich bin jetzt bei 944 Gems. Es gibt Leute, die haben weniger. Ich will noch 25 Tickets. Dann kann ich ja So. neue craften. Jetzt gucken wir mal, wie viele Quent-Tickets. Du Nee, hast. das sind Morgentickets. Ich bin jetzt gerade mal bei, ja, 12 12.000. Rüstungen, ja. Wobei ich ja die von 12 dem Mo Rüstung, ich glaube, ich bin gerade mal bei 7. Ich habe Ja, aber ich habe ja die von dem Monat schon fertig. Das ist ja schon für nächsten Monat. ja, ich habe die für den Monat auch fertig jetzt. Ey, wieso Perfekt. seid ihr alles so schnell?
Okay, ich sag Ja, du nichts. noch nicht, ja. Also ich habe einmal ausgesetzt in einem Monat, wobei ich sagen muss, das ist relativ entspannt. Vielleicht mache ich das diesmal auch. So, weil klar kann man es schaffen, aber ich, ja, da muss man auch Ich wieder finde halt relativ. die Belohnung durch die Silver Coins und halt, Wobei ich dass du sagen noch muss, ein Item kriegst. du hast ja auch bei den Arena. Blitzarenen, die euch auch oft davon von den Tokens, die geholt, ne, die. Genau. Weil mein Plan ist halt einfach, dass ich gleich am Monatsanfang, wenn ich sie bekomme, dass ich sie eigentlich auf T20 hochmachen können möchte. Und das, denke ich, werde ich knapp wieder schaffen. Wenn ich jetzt noch 150 dazu bekomme, dann sind wir bei 14 Rüstungen. Und gut, man braucht ja eigentlich. Gut, aber eine Rüstung musst du abziehen, weil du Set Genau, brauchst, du was auch musst immer, ne? eigentlich 2000 Tickets musst du vorhalten können. Aber wir sind ja jetzt das in Anführungsstrichen erst beim 22. Also es wird noch ein bisschen Dauern. dauern. Wobei, diesen Monat gab es, glaube ich, auch gleich am erst als erstes Einlog die Ja. Rüstung, ne? Sonst war Ja, das doch das kann immer am sein. Ich habe da nicht 5. drauf oder geachtet, aber 6. sonst ist, glaube ich, irgendwie erst am 3. oder am 5. Tag, Ja, ne? so irgendwie ein bisschen später. Das hat mich dann auch so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich da auch schon noch nicht fertig war. Ich konnte dann, glaube ich, nur T19 machen und brauchte Aber dann ist noch ein alles gut. paar. Ich habe jetzt auch bis zu diesem Raid gebraucht, um die Vorerfolge zu machen. Aber Aber guck ja. mal, es gibt hier neue Sachen. Es gibt neue Sachen. Hier für Dragon nennt man für die. Das ist einfach, weil du jetzt mehr Items bekommen hast aus Truhen und so. Hier sogar aus den Ballons. So, was ich ja jetzt noch gerne machen wollen würde. Truhen öffnen. Ich wollte jetzt hier erstmal ein bisschen noch kämpfen, weil ich habe zum Beispiel auch Schafbohnen, wobei ich gerade nicht weiß, woher ich die habe. Aus den Gab es die bei Prä-Event? der Arena? Ja. Und Mischbohnen, aber gut. Erstmal Fangen den wir erst. Stream neu laden, hat sich gerade bei mir irgendwie aufgehangen. Okay, wenn ihr bei mir läuft so. Der ruckelt auch extrem wenig. Gestern mein Stream von. Eispaprika, kriegst du was raus? Das ist die Frage. Ja. Soll ich mit der anfangen oder soll ich erstmal mit den kleineren? Mit Komm, den kleinen. wir fangen erstmal mit den kleinen. Erstmal die vier Mischbohnen. Da ist die Und da wahrscheinlich. kommt jetzt so blau wieder raus. Beschwör's nicht. Wobei bei den Mischbohnen glaube ich nicht, dass da ein Epic rauskommt. Bei den speziellen für ein Element, ja, aber. Papa, bei dem Paprika beschwöre ich eins. Genau. Ich bin halt Mutten Roshi. Ich dachte jetzt bei Beschwören eher an Magic the Gathering. Aber gut. Nee, ich glaube, da kommt nichts Gescheites bei rum. Tut mir leid. So. Was habe ich mich am Anfang über die Pets gefreut? Was mich ein bisschen ärgert ist, die haben ja diese, es gab ja so eine Liste, wo man praktisch die Fangchance, dass es was Seltenes wird, hochstellen konnte. Das haben sie jetzt, glaube ich, ganz rausgenommen. Da sind mir ja auch ein paar Silbermünzen durch die Lappen gegangen, die ich da schon reingesteckt hatte. Ach, das steht jetzt auf 0%. Das ist die Frage, ob es noch was bringt. Aber ich denke, wenn da 0% steht, bringt es nichts, ne? Genau das. Und da hatte ich schon ein paar Silberstücke reingesteckt. Ja, was ist? Das wollte Ich ich habe auch schon die genauso sagen. ersten, aber. So, als Eine nächstes Kältebohne. eine Kältebohne. Jage jetzt oder schweige für immer. Was ein Horschi. Wäre jetzt echt cool, wenn da was rauskommt. Oh, ein Vierer. Ein Zweier, ein Einser, ein Vierer. Ist das ein Vierer? Ist das nicht ein Dreier? Nein. Nee, ist ein Vierer. Ja gut, ein Vierer ist ja toll, aber lohnt Schlecht. sich jetzt maximal peripher. Das kann man halt nicht zu einem 5-Sterne machen. Nein. Zum Hochleveln könnte man es höchstens benutzen. Jetzt kommen So, die jetzt kommen die Schafbohnen. Schafbohnen. Die sind echt scharf. Die machen meh, wenn man sie lässt. So scharf sind die. Ja, Feuerpad habe ich allerdings schon, Schild zerbrechen. Jetzt kommt so das andere dann noch. Papa. Das wäre cool. Dann könntest du mir eins tauschen. Also mir fehlt noch Feuer, Luft und Wasser. Mein Vater fehlt noch
Nein, Wasser, Erde. Wasser und Erde fehlt mir. War da nicht gerade Chibi? Nein, habe ich mich eben Nein, verguckt. Nicht. Ja, habe ich mich eben böse verguckt. Ja. Mein Dreier noch mit dabei. Kann ja auch gar nicht Chibis sein, das ist ja Mystik, aber irgendwie, der ist so vorgesprungen und stand dann hier drüben und dann dachte ich dann, ja egal. Das wäre ja, was hättest du denn verdoppelt? Ja, weiß ich nicht, ob das was. Achso, du meinst den in seiner Stufe verdoppeln, das wäre natürlich cool gewesen. Hätte ich mir diesen Cheat patentieren lassen. Ja gut, das ist okay, dass das nix wurde. Jetzt müssen wir nur noch gucken nach dem Wasser. Ich bin ein wasserbändiger Papa. Okay. Zu viel Avatar geguckt. So. Hier machen wir einzeln nacheinander. Drück ich dir mal die Daumen, das was raus, Chris. Okay, hoffentlich funktioniert's, so Papa. Ich hatte leider nicht das Glück, aber vielleicht hast du ja Glück. Mega viele Dreier und ein Vierer. Hätte ja fast geklappt. Ja, es ist. Also ich habe nicht mal einen Vierer bekommen. Echt? Müsste da nicht mindestens ein Vierer mit drin sein? Nein, bei den... mindestens ein Dreier. Okay. Ich hatte einmal, ja, ich hatte einmal komplett nur Dreier. Hatte ich auch schon einmal. Komm schon. Ja. Lockt bis Stufe 3 an. Wenigstens zwei Begleiter der Stufe 3. Schaut ein. Stimmt, es sind nur Dreier als. Aber ich habe halt, wie heißt es, 40 Gems ausgegeben, 45 Gems ausgegeben und hier würde eine alleine schon 62 kosten. Ja? War halt so mein Hintergedanke, deswegen habe ich unbedingt noch die Kämpfe machen. Ja, ich habe ja auch, glaube ich, wie viele Gems habe ich rein, habe ich auch, ich glaube, ich habe mir auch ein paar Energie gekauft, weil ich halt nur mal sicher gehen wollte, habe ich jetzt vielleicht auch so geschafft. Komm schon. Nein. Na naja, gut, es ist ja noch nicht Ende aller Tage. Es kommt ja noch ein bisschen was, wo ich vielleicht noch ein paar Paprikas bekomme. Ich hoffe es. Okay. Aber ich wünsche mir mehr Glück bei mir. Das wünsche ich dir definitiv auch, mein Sohn. Das 944 Gems. Ja, habe ich. So, dann gucken wir jetzt gerade mal nach den... Nein, das war es nicht. Da wollte ich. Begleitern? Nach den Begleitern. Wir wollten hier mal ein bisschen entwickeln. Weil, was ich ja vorhin schon erklärt habe, ich wollte ja As4 eigentlich aufleveln. Aber dadurch, dass der nächsten Monat und übernächsten Monat vor allen Dingen wichtig werden wird, Musst ihn jetzt schon hochleveln. Müsste ich ihn jetzt schon bald hochleveln. Was für ein Pet willst du denn hochmachen? Von welchem Element? Feuer. Ach, Feuer. Ja, Feuer wird. Ich wollte ihn gerne erst noch auf 5 bringen, aber das werde ich nicht hinkriegen. Ich habe. Oh ja, Feuer ist, wird neu, ist besonders. Weil denn im Mystic-Monat kann ich dir empfehlen, die Rüstung zu holen. Die ist echt. War es bei den letzten so, ist echt die beste von allen Elite-Rüstungen. Neben Erdo, die ist auch gut. Also, dann würde ich sagen, machen wir hier. Weil die halt extrem viel Leben hat. Also, die würde ich dir empfehlen zu holen. Dafür ist halt ein Feuer-Schildzerbrechen-Pad eigentlich gut, ne? Schon, das war Wasserpapa, den das Blimpfer. Yep, das Blimpfer ist immer Wasser. Luli, nicht Blimpfer. Aber das sieht aus wie Blimpfer. Aber ich kann ja mal ein paar von diesen Pinguinen auf Stufe 2 machen oder so. Mhm. Auf Stufe 3. Aber und das digitiert zu Blüppeln. Eigentlich müsste ich mit den. Also mit oder ich mache die Pinguine erstmal auf Stufe 2. Vielleicht habe ich ja das Glück, hier nochmal irgendwie. Wasserschild zerbrechen, Pet oder generell eins, dass ich dann erstmal auf 3 machen muss und dann. Also auf 3, also ich weiß nicht, vielleicht, na wobei direkt auf 4 machen würde wahrscheinlich noch nicht gehen, aber. Also ich krieg die jetzt auf, also ich krieg aus den 18 Stück, kriege ich jetzt ein Stufe 3er. Aber es wäre blöd, wenn einer davon krank wird. Dann ist es halt so. Ich habe ja Ersatz auf den Stufen. Sind ja jetzt schon 4, könnt jetzt schon Stufe 3er machen. 2 Stück bleiben dann übrig. Aber es reicht bei weitem noch nicht für irgendwas.
leider. Ich bin so froh. Eure Mimi, abonniert uns und dann bleibt ihr uns treu. Janni, wie heißt nochmal die Tiermeisterin? Die hier? Robin. Robin, genau. Dass du das immer weißt. Also ich hätte jetzt 12 Stufe 2, ja, dann könnte ich mir 2 Stufe 3 machen, aber das bringt mir dann auch nichts. Mein Vater hat nur 5. Dann kommt hier 6 und dann sind wir bei 7, aber weiter geht's halt nicht. Kannst du auch noch andere fusionieren, die kein Schildi hat. Aber kann ich, aber ich habe das ja einmal gemacht und war dann irgendwie traurig, weil ich hätte schon gerne, auch wenn ich sie nicht hoch mache, hätte ich von jedem gerne wenigstens eine Stufe 1 Pet. Verstehe ich. Allein weil die Namen so süß sind, wenn man sich die da anguckt. Papa, vom ich hatte ja mal aus sowas ein 5er-Pet bekommen, aber es war halt leider nur Wühler. Wühler, genau. Der kein Schildzerbrechen hat. Das so. Fand ich mega schade. Könnten wir jetzt noch das machen? Mal hier hinten gucken. Gut, ich könnte mein zweites Blau wegfusionieren, aber das machen wir jetzt nicht. Das würde nichts bringen. Nope. Blau muss überleben. Papa. Wie äußerst ärgerlich. Du musst mal wieder. Ich weiß, was du machen musst. Du musst hier Tierpets Thron öffnen. Papa. Ich finde, das sieht klein viel cooler aus als so groß. Viel Knollen. Also. Los, Chlorak! Mhm. Und dein Affair ist ein Ponita. Das? Ah, das kenne ich auch noch, das war dieses Feuerpferd, ne? Ja. Genau. Das, und die Weiterentwicklung weißt du sogar noch, wie die heißt, ja, Scaloppa. Genau, ich wollte gerade sagen. Das ist Scaloppa. Am Ende ist es dann Scaloppa. Das wäre halt schon cool. In Schwert und Schild hat Ponita ein. Ist Ponita ein Einhorn mit Mähne. Ach genau, Pokémon Schwert und Schild gibt's ja auch, ne? Wünsche ich mir ja jetzt zu Weihnachten. Eigentlich müsste ich mir das auch mal holen. Ich meine, das letzte Pokémon, was ich hatte, war Pokémon Mond, ich weiß nicht, ja. Das habe ich gar nicht gespielt. Ja, du hast. Doch, nee, ich hatte. Du hast Sonne. Ich aber hatte Sonne, genau. Weiter als die erste Prüfung bist du nicht gekommen. Ja, ich fand das ziemlich. Ich bin jetzt bei. Der eine wollte Tänzer werden. Da war es bei mir aus. Einer von den Typen, mit denen ich da umhergezogen bin, wollte Tänzer werden. Da war ich dann raus. So. Aber ich muss sagen, ich hab's auch nicht durchgespielt. Ich bin an irgendeiner Stelle nicht mehr weitergekommen und dann war ich auch zu faul. Ich bin nicht mehr weitergekommen, weil. Ich hab Quest abgegeben und krieg einen Goldschlüssel. Hey. Danke für dein. Lass dich ausreden. Entschuldige. Ich bin bei der Luther-Villa von Team Sky. Keine Ahnung, ob Hendrik. Ob du das kennst. Nee, tatsächlich nicht. Du musst auf der dritten Insel gewesen sein und davon die Geistprüfung geschafft haben. Wie weit bist du bei den Golden Presents, um jetzt mal wieder zurück auf Knights and Dragons zu kommen? Ich habe gerade die Mistfeige gemacht, fertig. Und mach gerade die Silbercoins. Also kann ich gerade die Schneemänner nicht töten. Okay. Und die Hendrik, wie weit bist du? Oh, ich habe tatsächlich zwischenzeitlich vergessen. Also ich habe die Silbercoins fertig und bin jetzt bei den Zweigen. Nee, ich habe aber da vergessen. Jetzt eigentlich hier die, da gibt's ja für die Mistelzweige, für das Event gibt's ja hier die zwei, wie heißen sie? Zwei Quests. Einmal, oh ja, da musste ich gleich mal nachgucken. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Da muss man den Schneemann 100 Mal töten. Was? Zwei? Papa, zwei Quests? Ich habe nur eine. Und dann hast du halt hier noch, ups, das war das. Und dann hast du halt hier noch das andere Quest. Kombiniere die Imperial Tide Blaze Tier 1 mit Minoid Jewel. Dann kriegst du halt Wasserfusionsbegleiter. Weil im Nachhinein, glaube ich, bin ich so weit. Blöd, dass du da diese Erfahrungspunkte. Warte mal, Golden Presents und wie heißt die zweite? Ghost of Christmas Past. Oder wie ging das Lied? So ungefähr. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir jetzt nur eine Tide Blaze T1 hole und eine Mino Jewel und das einfach mal mache. Achso, ja, das kann ich auch noch machen. Bei Golden Presents, ja, da brauche ich noch was. Also da
habe, dann musst du dir aber gleich, das ist die, damit sie Gold wird, denk dran. Dann wird sie zu der goldenen. Und davon die weiß wird ich, da nicht direkt Gold. Doch. Nein. Guck dir mal das Programm an. Ich zeig's dir sogar. So. Imperial Tide Blaze. Und Papa, du kannst das eh noch nicht holen, weil und du... Und dann die Minor Jewel. Oh, ich dachte die Golden Jewel. Nee, die Golden Jewel, die kriegt man... Diese Währung hier kriegt man ja erst, wenn man das andere Quest abschließt. Da ja. Kriegt man ja diese Teile, die... Ich weiß nicht, was es sein soll. Haselnüsse für Aschenbrödel? Papa, weißt du, was ich mich frage? Aber es muss ja 4 von diesen Teilen geben. Weil erstmal die muss man sich kaufen, damit man die goldene Rüstung bekommt. Und dann noch die 2 Setschmücke. Man kriegt nur 3, ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Wahrscheinlich gibt es eine Folgequest. Aber wir nehmen jetzt die Imperial Tide Blaze. Wir haben hol ja ich mir auch, okay? Yep. Ich habe auch ganz schön viele davon. Wobei ich mir eigentlich vorgenommen hatte, die nicht zu holen, weil die von den Werten ja gar nicht so überragend war. Oh, ich tippe gerade überall falsch drauf. Vor allen Dingen lädt es gerade ein bisschen. Hendrik, du bist aber noch da, oder? Ich bin noch da, ja. Gut, nicht, dass jetzt irgendwie mein Internet gerade... Hast du die gekauft? So, und dann holen wir noch die Minor Jewel. Davon kann ich theoretisch im Augenblick sowieso nur 2 Stück holen. So. Und was mein äußerst unvorlauter Sohn uns zeigen wollte, kann ich ja auch hier einfach mal zeigen. Gibt ja hier dieses schöne Bild, ne? Wo haben wir es? Weiter unten. Das ist er nicht. Weiter unten. Jetzt machen wir keinen Stress. Oh, da sind wir. Weiter unten. Nee, es geht ja jetzt erstmal darum. Die T1 Blaze mit der Minor bis auf T6. Und dann ab T, also bis zur T7 eigentlich. Und ab T7 bis T10 kann man es dann mit der Major Jewel. Ach, das wollte ich jetzt auch. Aber das sind auch immer wieder dieselben Missionen und immer wieder teuer, ne? Ja. Wobei jetzt durch das Event ich das halt nicht schlecht finde. Ghost of Christmas. 1 bis 10 gibt's da die Dings. So, und hier kann man es auch nochmal sehen. Da unten. Die Imperial Tide Blades T1 bis T10 kann dann mit der Golden Jewel in die Same Tier of Golden Tide Blaze gemacht werden. Und das ist natürlich dann nochmal ein kleines Power-Up, sage ich jetzt mal. Die Plus-Version. Sozusagen die Plus-Version. Aber man braucht ja dann auch die andere Rüstung, ja. Schmuck. Man muss dann irgendwie noch eins hinbekommen. So, jetzt wollen wir das ja erstmal fusionieren. Ey, warte. So. Mein Internet kommt nicht nach. Hat dein Vater schlechtes... Achso, das bin ja ich. Ja, mein Vater hat mir schlechtes Internet gegeben. Ja. Böser Vater, T8. Wo ist denn jetzt meine T1? Ah, da. Was hatten die für Elemente? Keine Ahnung. Da ist er doch. Nee, Beastalker, Imperial Tide Blaze, die ist es. Ja, ich war eben noch bei der hier. Jetzt machen wir keinen Stress. So. Das hier. Mit. Ich fusioniere schon zum ersten Mal. Super. Was, du hast dir nur eine gekauft? Ich habe mir erstmal nur eine gekauft, oh. Ja. Ich will gucken, was es für Quests gibt. Ich würde dann auch noch nicht weiter fusionieren, sondern erstmal das Quest abgeben. So, hey, super Werte. So, Quest abgeben. Das gibt es nochmal. Und was? Schlage 10 Freeze? Ja, das ist doch nicht. Beginnen. Okay, Papa, es gibt kein Craft in Rezept mehr. Schlage 10. Wir müssen 10 Schneemänner schlagen. Okay, also darf ich zu Ende fusionieren? Ich würde erstmal warten, wie gesagt. Aber du kannst machen, was du willst, Kind. Nein. Ich kann dir es auch noch 10-mal sagen und du machst dann trotzdem, was du willst. Deswegen mach einfach, was du willst. Wäre auch mein Tipp an diejenigen, die vielleicht tatsächlich noch irgendwie die Videos gucken und sich nicht besser auskennen als man selber. Wenn ihr sowas habt mit diesen Quests und sowas, seid da halt vorsichtig und macht nicht zu schnell. Ich kann da jemanden, der hat gedacht, er kann das Programm austricksen und hat sich ganz viel von Angriffsrüstung gekauft, weil da eigentlich stand,
Man kann davon nur 10 Stück kaufen und er hat sich dann irgendwie 12 Stück oder 13, 14 Stück gekauft und dachte, naja, das Gleiche macht er dann, weil man nicht, wenn man nicht rausging, wurde praktisch dieser Zähler nicht weitergezählt bei dem, wie viel man kaufen konnte. Und bei der Verteidigung dachte er, geht das dann auch? Und dann hat er angefangen, halt die Rüstung zu fusionieren und wollte praktisch sich damit eine Ober-Mega-Hammer-Rüstung zusammenschrauben. Und dann fiel ihm auf, dass er dann jetzt irgendwie eine riesig tolle, starke Rüstung auf Angriff hatte, die aber so gut wie keine Verteidigung hatte, weil er dann keine weiteren Rüstungen mehr in diese Rüstung reinmachen konnte. Und ja Mensch, das war aber auch einer, ey, schlimm. Ja, also schlimm, so Leute soll es halt echt geben, ja. Und deswegen, mein Tipp ist, natürlich kann man das machen und hätte es funktioniert, wäre es gut gewesen, aber im Nachhinein hätte mir halt, hätte diesem Typ halt dann später die Rüstung auf normalen Werten halt schon weitergeholfen. Oder sogar vielleicht, dass man diese Rüstung genauso macht, aber nur mit Verteidigung und die Verteidigung halt ins Maximale hochgestockt hätte, sodass dann durch Leben und Riesenverteidigung das Schildzerbrechen halt halbe Ewigkeit gehalten hätte, Papa, und man dann damit halt viel mehr Schaden gemacht hätte. Ja, leider bitte? Hast du es schon verraten, wer das war. Vielleicht. Ich hatte jetzt schon 2 von diesen blöden Schneemännern. Aber nur 2. Ja, das ist total die Sisyphus-Arbeit, hier jedes Mal wieder klicken. Man kann ja auch nicht irgendwie klicken, 20 Mal da kämpfen oder so. Das ist so nervig. Das ist wieder so eine richtige, wie soll ich sagen, Farmarbeit, ja. Aber man kriegt darüber ja auch die Mistelzweige und die Geweihe. Die bekommt man gar nicht so. Die bekommt man ganz, ganz selten, ja. Ja, ich habe mal 2-mal hintereinander den Schneemann und die Mistelzweig-Typi geplättet in 2 Runden. Oh, da habe ich heute ein schönes Video zugesehen. Santa Claus sitzt auf seinem Schlitten und hat halt so eine Route in der Hand und meint, hey, los! Und dann kommt so eine Stimme, Route bitte neu wählen, diese Route ist ungültig. Und dann fliegt die Route weg und so. War total genial. Und dann nimmt er. Ja, okay, da, das ist echt schon gut, ja. Ja, was? Sehr empfehlenswert. Gebt mal ein bei YouTube Route vom Nikolaus oder so. Oder Route vom... Route vom Nikolaus, der ist so Route. Was haben wir da drüber gesagt, über gerade diese Melodie und gerade diese selbstgedichteten und vielleicht irgendwo mal gehörten. Das sind keine selbstgedichteten. Dann lass es bitte, danke. Aber da war gerade schon wieder, das bringt total Glück, das am Computer zu machen. Wenn ich das auf dem Handy mache, kommen die immer wesentlich weniger. Stimmt nicht. Bei mir schon. Stimmt nicht. Warum ich die windenden Kaskaden nehme, kann ich eigentlich auch nicht sagen. Ich habe da mal gemacht und da hatte ich auch das Glück, dass mal 2-mal hintereinander praktisch diese Bosse kamen. Und seitdem kämpfe ich halt meistens da dann. Ich weiß auch nicht. Hendrik, weißt du, ob es irgendwie eine lohnenswertere Stelle gibt? Da war ja schon wieder. Also ich weiß nicht genau, aber ich meine, das ist bei jedem gleich wahrscheinlich. Okay. Oder man hackt einfach, was es nur diese Schneemänner gibt, Papa. Naja. Ja, genau, das stand auch in dieser Neuigkeit, was die verbessern wollten in 2020, ist mir gerade eingefallen, da stand drauf, sie wollten ein besseres Anti-Hack-System machen. Okay, das geht also. Ja, schade, dass ich das nie gehört habe. Ich weiß nicht genau, ob genau das geht, aber Papa. Weiß, also es soll wohl noch Leute geben, die nicht ganz fair spielen. Papa, jetzt, Hack, los! Also ich weiß, dass ganz am Anfang einige Leute wohl es irgendwie geschafft haben, sich Gems zu ercheaten. Wie das ja, genau aber das sollte, also das sollte eigentlich schon in das Spiel nicht sein. Ich meine, das ist sie. Oh. Meinst du dich? Wir sind fertig mit dem Video? Raid. Ne, mit dem Raid sind wir fertig. Ja, ich weiß, ich will nur... Ich wollte jetzt eigentlich noch versuchen, noch die 10 Schneemänner voll zu bekommen, aber... Ich glaube, wir haben am Anfang ja schon genug Kampf im Hintergrund gehabt. Also, nochmal für mich von mir der Aufruf, bitte dem Hendrik, wer möchte zum Gratulieren, unten in die Comments mal was reinschreiben. Und ein... Ich weiß, dass Hendrik auch manchmal meine Videos auf YouTube immer noch aufruft, vielleicht liest er es dann auch selber.
Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir fast mal zum Kistenöffnen, oder? Ja, und natürlich ein Like da lassen. Ja, genau, betteln. Like und Abo da lassen. Bitte Like und Abo da lassen, wenn ihr wollt. Hendrik, hast du noch eine Idee, was wir zeigen könnten? Ich glaube, wir haben alles durch. Oh, es gibt die neue Blitzdingens alles Oh, du schon. hast 15. Was habe ich 15? So, das ist hier. Oh, Papa, es gibt wieder die Rüstung. Wieder die Setzteile zu meiner Rüstung, die ich gezogen habe. Let's go. Ich bin noch nicht beim Oh. Dingsen. Ich bin jetzt hier gerade. Da Verschwunden. mach mich hier jetzt nicht. So, da wollte ich eigentlich hin. Also hier gibt es wieder die ganzen Geweihe. Und ein paar Silbercoins und Da Fusionsrüstung. sind die. Da sind die bei 475. Oder sind es die? Nee, hier hinten, das sind die, oder? Das sind für die goldenen. Das Das ist für da die. vorne ist die für die Wasser. Kann ich dir sogar bestätigen. Okay. Oder? Warte. Mal kurz auf Dann den sind Rücken die gucken. jetzt praktisch bei dem normalen, bei diesem Dings hier. Und hier hinten. Sind die goldenen für die goldene. Für die goldene Rüstung beim. Was ist also? Ja, die war 350.000, bei 475.000 müssten die von der Elite-Rüstung. Also könnte man die sich jetzt praktisch auch da versuchen zu holen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Bammel davor, dass dann wieder irgendwas ist und dass man die dann beim nächsten Raid, beim Blitzraid, dann. Müsste aber eigentlich nicht so sein. Wie gesagt, die haben das geschrieben. Ein paar Leute meinten jetzt auch so, ha, was machen wir jetzt? Mal sicher gehen. Ich meine, die haben es ja eigentlich geschrieben. Ja, weil es ist halt so, das sind bei 875.000 haben sie ja geschrieben, ist ein anderes Set dann da, ist ja jetzt auch ein anderes Set da, ja. Ja, mal gucken, wie weit man kommt. Wobei, das ist halt echt teuer, wenn man sich die jetzt hier holt. Wieder andererseits wären hier auf jeden Fall zwei Schlitten noch mit drin. Damit würden wir dann noch drei Fäden. Wie Nein, viele nur hast noch du? zwei Fäden. Dir fehlen dann nur noch zwei, ja? Und durch das Wenn Einlog-Event man. würden wir dann nur noch ein Fäden, aber es ist unwahrscheinlich, dass ich so weit komme. Ja, ich denke auch. Wobei 260.000 kann man schaffen. Das sind. Ein paar Mal kämpfen. Papa, Naja. die Ratte, die rollt gerade die Rolle immer hoch und wieder runter, fliegt die Okay. Rolle. Völlig von der Rolle. Na naja, gut. Gerade mal noch nach dem. Oh, Quest ist irgendeins fertig. Kreaturen-Kartekampf. Hä? Das ist irgendein Auftrag mit diesen Kreaturen töten. Übersprengen. Oh, Belohnung einsammeln. Anscheinend habe ich irgendwas fertig gemacht. Okay. Los, Papa. Ich wollte den Thron öffnen. Ja, Moment. Jetzt bin ich hier gerade mal wieder voll am Questen. Entwickle Begleiter 6-mal. Dafür gibt es hier diese blöden Schlüssel. Da kriegt man Drachenschlüssel raus. Papa? Okay, ich mach das. Ja, soll ich jetzt zur Truhe gehen? Ja. Und Ich wenn du gehe ja dann schon. noch den Ring zu meiner Rüstung bekommst, wie ich jetzt schon habe, weil es gibt wieder die Setzschmucke dafür, holst du dir auch diese Rüstungen nochmal für die Wirbelstücke, Papa. Meinst du? Ja. Das werden wir sehen. Dann hast du Setzschmücke und So. Wirbelstücke. Wo müssen wir hin? Dafür, Da guck haben wir hier. 16. Wir gehen erstmal nach hier vorne. Das wollen wir nicht. 89 hiervon. Alles andere Und schrottet mal 24. nicht. Was denn das hier gerade nochmal für Das Rüstung? sind die Void. Void. Das sind die Void mit Schlüssel. Okay, warum habe ich denn davon so viele? Keine Ahnung. Warum habe ich die hier nicht und warum sehen die Schlüssel gleich aus? Ich hätte gerne diese Schlüssel hier drüben. Papa, guck mal auf das untere Bild bei 12-mal, 11-mal. Okay, hast du recht. Ja, hier oben sehen sie gleich aus. Ja, das ist immer so. Ja, mach mich doch fertig, nur weil ich schlecht sehe und alt bin. Wollte sagen, weil ich alt bin. So. Und Hat sich ja total Drachenschlüssel. gelohnt. Boah. Hey, super. Perfekte Rüstungen, um den World Mode zu klatschen. Denke nicht. Und kriegst du Gems? Ich glaube, du hast Gems bekommen. Ich glaube nicht. Ich glaube, Natürlich hier gibt es keine Gems. nicht. Oh Oh doch, es doch! gibt Gems. Hey, super, ich habe Gems bekommen. Das ist ja super. Nice. 15 Stück. Die letzten zwei. Und jetzt so zwei Drachenschlüssel. Also Gems schon mal nicht. Vielleicht auch einfach nur 10.000 Gold.
Ja, Goldbarren für dich in Real Life. Oh ja. Ja, das wäre schön. Vor allem 10.000 Goldbarren. So. Papa, jetzt musst du nur noch den Ring bekommen? Wir Nein, das Amulett mal. Musst du bekommen. Ich müsste jetzt einfach mal aus einem Error heraus alle besten Rüstungen plus Schmuck bekommen. Und oh episches. Gott. Die, die habe ich früher mal fusioniert. Oh mein Gott. Kreiselstück ist gut. Oh mein Gott. Kreiselstück ist auch gut. Oh mein Gott. Nee. Oh mein Gott. Hör mal auf. Oh mein Gott. Das nervt, Kind. Kreiselstücke wären jetzt aber echt noch schön. Zwei Kreiselstücke ist schon gut. Ey, ich will die. Damit ich auch meine Setschmucke bekomme, endlich mal bald. So. Und jetzt kommt. Oh mein Gott! Hör auf. Nur Fusion. Rüstungsteile. Sind meine Rüstungen erst recht wieder überfüllt. Ja gut, aber es hat sich, glaube ich, gelohnt. Wir gucken jetzt gerade nochmal bei den... Ja, du hast auch ein paar Wirbelstücke bekommen. Genau, bei Kreiselstücke, Wirbelstücke, verdammt. Ach, ich tue mich da immer. 18, ja. Da war doch auch die Sache, dass ich hier... Davon hattest du den Ring. Den Ring. Das Amulett. Das Amulett, genau. Und da war dann die Hoffnung... Ja, nur in der Glückstruhe, schade. Ja, ich... Mal, später gibt es es auch wahrscheinlich zum Craften. Irgendwann. Mhm. Dann müssen wir einfach noch ein bisschen drauf warten. Und vielleicht kriege ich bis dahin ja noch 7 Stück zusammen. Papa, hä, wieso 7? Weil ich dann 5 zum Schmuck machen habe. Einmal die Rüstung machen kann, die auf Level 35 bringen kann und dann die Rüstung nochmal machen kann. Das ist ein Plan, hä? Huh? Ja, ne? Ich teleportiere mich einfach weg. Dein Papa ist ein Fuchs. Er hat auch manchmal rote Haare am Kopf. Weiß jetzt nicht, hat jetzt nicht gepasst, aber ist ja auch egal. Papa, nein, wo ich dann so gemacht habe, zu dir vorgegangen ist, hab ich... Du liest zu viel Dragon Ball, nur weil man sich an die Stirn fasst, kann man nicht verschwinden. Nein, da hab ich, sag ich dir später. Sag's mir später. Gut, ich würde mal sagen, bevor mein Kind jetzt hier noch im Lachfleisch endet, und wir ja jetzt auch wieder ein paar Minuten aufgenommen haben, noch mal eine kleine Info in eigener Sache. Ja, vor dem letzten Video war kein Vorspann. Nein, das war kein Versehen, das war Absicht. Ich wurde nämlich auch privat noch mal angeschrieben. Du hast da was vergessen. Ich habe im Augenblick ein bisschen Probleme, dass die Stream-Videos, die aufgenommenen, sich nicht gescheit mit meinem Programm bearbeiten lassen, beziehungsweise das Intro sich nicht davor fügen lässt. Also das ist mir bekannt. Ich weiß nicht, ob jetzt bei diesem Video es wieder funktioniert und ich wieder was davor fügen kann. Falls das funktioniert, werdet ihr hier vor einen Vorspann gehabt haben, ein Intro. Und falls nicht, werdet ihr es leider nicht gehabt haben. So, Sohnemann, gibt es von dir noch irgendwas zu sagen? Ciao. Hey, ohne Lachen, sehr gut. Oder auch nicht. Hendrik, gib uns eine Weisheit. Tschüss. Ich überfalle ihn so gern damit. Ja, also, ich habe auch keine Weisheiten mehr, außer, bitte lass dein Abo da. Und, nein. Bitte, ganz bitte, ehrlich, bitte. Wenn ihr es einfach nur guckt und wenn es euch gefällt, das ist mir schon Lohn genug. Und ja, dann bleibt von mir auch nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid.